Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dem Video. Ich bin Katharina, ich bin 15 Jahre alt und ich mache gerade ein Auslandshalbjahr in Schweden. Ich würde euch heute auf dem Kanal gerne einen kleinen Einblick in meinen Tagesablauf hier geben. Deswegen bin ich hier. Ja, ich würde euch so ein bisschen in mein Schulleben hier mitnehmen, so ein paar verschiedene Sachen zeigen, wie das hier so in Schweden läuft. Und genau, ich habe mich jetzt schon so ein bisschen fertig gemacht. Ich werde jetzt gleich noch frühstücken und alles drum und dran. Und danach treffe ich mich mit einer Freundin und wir fahren zusammen zur Schule. Mein Stundenplan für heute ist Chemie, Sport, Schwedisch. Und danach habe ich noch Mathe und Slate. Ich probiere euch so gut wie es geht mitzunehmen und euch alles zu zeigen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Ich bin jetzt an der Schule angekommen. Ich habe gerade mein Fahrrad abgeschlossen und das, was ihr gerade gesehen habt, ist das Schulgebäude. Wir sind hier ungefähr 500 Schüler von der Klassenstufe 0 bis 9. Also es ist eine relativ kleine Schule, würde ich sagen. Ich gehe jetzt rein und ziehe meine Schuhe aus, weil hier in Schweden haben wir keine Schuhe im Schulgebäude an. Und dann gehe ich an meinen Spind und hole meine Sachen und dann habe ich auch schon die erste Stunde. Das ist heute Chemie und ich würde sagen, ich nehme euch da jetzt kurz mit und dann sehen wir uns in Chemie wieder. Ich habe gerade Pause. Wir haben in der Pause so ganz viele Bänke, wo wir uns hinsetzen können. Die sind im ganzen Schulhaus verteilt und dann ja, reden wir meistens oder wir spielen Karten oder so. Oder ein Lehrer setzt sich zu uns. Also das ist hier ganz unterschiedlich, aber auf jeden Fall ein bisschen, ich sag mal, offener als in Deutschland. Also ja, wir können auch im Schulhaus drinnen bleiben. Also eigentlich jeder bleibt im Schulhaus drinnen, keiner geht raus, um ehrlich zu sein. Manchmal gehen wir auch noch was trinken. Trinken ist hier übrigens auch kostenlos. Also wenn man zur Schule kommt, ich komme eigentlich höchstens mit meinem Laptop. Sonst habe ich nichts dabei. Ich kann alles in der Schule lassen und ich bekomme auch alles in der Schule. Ich bekomme hier auch alle Unterrichtsmaterialien, die ich brauche. Genau, es ist einfach, sage ich mal, so ein bisschen entspannter und lockerer als in Deutschland. Und das war auch eine Sache, die mich irgendwie interessiert hat, das zu erleben. Ja, ich habe gerade Sportunterricht und der Sportunterricht unterscheidet sich ein bisschen zwischen Deutschland tatsächlich. Hier in Schweden machen wir viele Sachen, die ich aus Deutschland davor nicht kannte. Und gerade haben wir Orientierung, Waldorientierung. Das heißt, wir haben hier so eine Karte bekommen und ich kann euch die nachher auch mal ein bisschen genauer zeigen, habe ich mir gedacht. Und anhand der Karte habe ich zwei Kontrollpunkte, die ich finden muss. Und wenn ich die gefunden habe, gehe ich wieder zurück zu meinem Sportlehrer und genau, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu einem und ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich ihn gefunden habe. Ich bin jetzt bei dem Kontrollpunkt angekommen, ich kann das euch mal kurz zeigen. So sieht es hier aus, hier ist so ein kleiner Stempel und hier habe ich ein Papier und in das Papier sind so, wenn ihr das hier erkennen könnt, so kleine Stanzer und die macht der Stempel da rein und dann hat mein Lehrer eine Karte mit den Zeichen drauf und kann dann daran erkennen, dass ich den richtigen Kontrollpunkt gemacht habe. Und um das vielleicht auf der Karte kurz für euch nachvollziehen zu können, der Punkt ist hier der eingekreiste. Genau, ich werde ihn jetzt abhaken und dann gehe ich zum nächsten Punkt und dann ist die Sportstunde tatsächlich auch schon vorbei. Ich wollte noch mal kurz einen kleinen Einschub zum Sportunterricht geben bezüglich der Fehlfältigkeit. Und zwar haben wir zum Beispiel im Januar Eisbaden gemacht oder wir gehen schwimmen, Eislaufen, Crosslauf, Intervalllauf. Also der Sportunterricht ist hier in Schweden sehr, sehr vielfältig und das gefällt mir hier auch sehr gut, muss ich sagen. Genau, und jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt fertig mit Sport und haben unsere nächste Stunde. Das ist Schwedisch. Schwedisch ist die letzte Stunde vor Mittagessen. Danach haben wir Lunch. Und
Ich glaube, ihr konntet gerade schon ein paar gute Eindrücke in unser Klassenzimmer bekommen. Ich habe euch probiert, ein bisschen was zu zeigen. Und wir sitzen jetzt aber hier draußen, weil wir nicht drinnen sitzen wollen. Und ich schreibe meinen Midsommerport, also beziehungsweise ich habe ihn schon geschrieben, auf Schwedisch. Das war tatsächlich mein erster Aufsatz auf Schwedisch. Und jetzt tun wir so eine kleine Reflexion machen. Da haben wir hier so ein Bewertungsblatt bekommen und das tun wir jetzt ausfüllen. Und damit machen wir so eine kleine Reflexion. Wir sitzen tatsächlich relativ wenig im Klassenzimmer. Wir sitzen sehr oft hier draußen einfach oder in den Gruppenräumen. Dadurch, sag ich mal, kann man mehr so Gruppenarbeit machen. Wir können uns untereinander austauschen. Es ist einfach auch ruhiger wie im Klassenzimmer. Es wird hier viel in die Selbstverantwortlichkeit der Schüler gelegt. Also wir kriegen halt den Arbeitsauftrag und dann müssen wir halt die Sache schreiben oder Internetrecherche machen oder uns die Bücher holen, die wir brauchen. Also es ist halt ganz unterschiedlich, wie in Deutschland auch. Manchmal in Mathe haben wir auch, sage ich mal, den klassischen Unterricht ohne Laptop. Aber ja, so in Schwedisch oder den anderen schreiblastigen Fächern wird halt einfach viel in die Selbstverantwortung der Schüler gelegt. Und ja, wenn man es fertig macht, dann macht man es fertig und sonst dann muss man halt daheim arbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Schweden. Aber ich muss sagen, mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass ich das so ein bisschen selbst entscheiden kann. Und ja, ich schreibe jetzt noch ein bisschen weiter und danach haben wir eben Lunch. Wir haben uns gerade Mittagessen. Es gibt heute Kartoffelbällchen. Und ja, danach haben wir noch den Mathe-Test und Slate. Slate habe ich schon vorgedreht, die letzte Woche davor, weil wir haben heute nur, wir schreiben heute nur und das ist nicht so spannend für euch, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Und deswegen sind meine Haare da ein bisschen anders. Ich habe jetzt Slate, das ist Holzarbeiten, also jeder macht sein eigenes Projekt aus Holz. Und das Fach gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. Und deswegen glaube ich, dass es sehr spannend sein könnte für euch. Wir haben einen großen Raum und ich bin jetzt hier in so einem kleinen Malraum, weil ich meine Sachen heute anmalen will. Und ich stelle euch da mal auf und würde sagen, ich nehme euch ein bisschen dabei mit. Ich habe jetzt hier die kleinen Häuser fertig gemalt und auch die Schublade habe ich eingemalt. So sehen die ungefähr aus. Und hier den Schriftzug. Ich werde jetzt noch einmal nachziehen. Und genau, dann überlege ich mir noch was, was ich hier auf die Seite machen will. Also da bin ich kurz weiß. Da wollte ich eigentlich eine Korbplatte hin machen. Das klappt jetzt aber nicht. Jetzt überlege ich mir noch was anderes. Und danach muss ich noch ja, mein Tagebuch schreiben, was ich heute gemacht habe. Und dann ist hier schon mal der Tag vorbei. Mein Schultag ist jetzt vorbei für heute. Ich habe die letzte Stunde gerade beendet. Wir haben jetzt 15.10 Uhr und ich fahre zusammen mit Alexandra nach Hause. Der Mathe-Test vorhin verlief eigentlich ganz gut. Also mein Lehrer hatte schon gesagt, dass er nicht so schwer werden wird. Aber ich hatte trotzdem ein bisschen Angst. Aber es lief ganz gut, muss ich sagen. Wir fahren jetzt zusammen nach Hause. Und dann werde ich mal schauen, was ich heute Nachmittag noch mache. Ich habe jetzt nichts groß vor. Vielleicht gehe ich noch ins Fitnessstudio. Das ist so meine Art Hobby hier. Aber ich glaube, das ist nicht so spannend für euch. Aber ich würde sagen, wir sehen uns spätestens beim Abendessen wieder. Als ich daheim angekommen bin, haben wir erstmal zusammen Fika gemacht. Natürlich mit schwedischen Zimtschnecken. Dazu setzen wir uns immer ganz gern raus im Garten. Der ist mittlerweile schön grün. Und dann haben wir zusammen mit meiner Gastfamilie Abend gegessen. Ich habe heute Flammkuchen für alle gemacht. Das kam sehr gut an, muss ich sagen. Also kann ich euch nur als Tipp geben. Und am Abend bin ich noch auf meinen Spaziergang gegangen. Das mache ich hier sehr oft. Da lag einfach so ein Reh im Garten. Aber ja, hier sind oft Tiere unterwegs. Ich gehe immer zum See. Der ist nur 2-3 Minuten von meinem Haus entfernt. Und da genieße ich die wunderschönen Sonnenuntergänge. Und da kann man auf jeden Fall schön entspannen. Und dann haben wir noch zusammen Fernsehen geschaut am Abend. Ich melde mich jetzt noch mal ganz kurz persönlich bei euch. Und zwar ist jetzt mittlerweile 10 Uhr. Und ich würde bald schlafen gehen, aber es ist noch immer so hell draußen. Das finde ich so beeindruckend an Schweden. Dafür muss man sagen, dass es im Winter, wenn es dann schon so um 3 oder so dunkel wird, ist es irgendwie nicht so toll.
es kann einen schon ein bisschen nicht auf die Nerven gehen, aber es ist immer ein bisschen blöd, wenn man dann von der Schule nach Hause kommt und es ist schon dunkel. Dafür ist es im Sommer umso schöner, wenn es einfach irgendwie gar nicht mehr dunkel wird, gefühlt. Genau, ich habe den Abend mit meiner Gastfamilie zusammen genossen. Meine Gastfamilie besteht übrigens aus einer Gastmutter, einem Gastvater und drei Gastschwestern. Eine von meinen Gastschwestern ist schon ausgezogen, aber die anderen beiden wohnen noch bei uns. Ich verstehe mich mit meiner Gastfamilie recht gut. Wir unternehmen auch viel zusammen. Aber es hat am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, bis wir uns eingelebt haben. Also stresst euch da auf jeden Fall nicht. Und ja, ich glaube, mein Vlog neigt sich jetzt an der Stelle auch schon dem Ende zu. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und über das schwedische Schulsystem beziehungsweise generell über meinen Austausch hier in Schweden erfahren. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder so habt, dann könnt ihr die sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich probiere die ein bisschen zu beantworten. Ich wünsche euch, wenn ihr nächstes Jahr oder so euer Austauschjahr macht, wünsche ich euch alles Gute und ganz viel Spaß, ganz viele neue Erfahrungen. Und es kommt vielleicht noch ein zweiter Teil online über mein Wochenende hier in Schweden. Also schaut auf jeden Fall mal wieder vorbei, dann werdet ihr es auf jeden Fall erfahren, wenn ihr daran Interesse habt. Und sonst, ja, vielen, vielen Dank und ich würde sagen, gute Nacht und bis bald. Tschüssi!